Mit 2-1 für die Eintracht. Professionelle Mafia-Keeper. Ich würde mal sagen, solides 2-0. Spiel aller Spiele für die Frankfurter heute Abend. Sporting Lissabon gegen Eintracht Frankfurt, das legendäre Champions League-Spiel. Es geht um so viel. Wir sind heute Abend im Stadion, wir werden die ganzen Eindrücke mitnehmen. Also seid gespannt auf dieses geisteskranke Video. Wir sind hier in der Innenstadt von Lissabon und wir werden jetzt einige Eintracht-Fans und Lissabon-Fans fragen, wie das Spiel heute Abend ausgeht. 3-1 für Frankfurt. 4-0 für uns. 3-1. 2-1. Sehr optimistisch. One question. Lisbon or Frankfurt? Who's gonna win? Lisbon. Lisbon, how much? 2-0. 2-0 for Sporting. All right, we will see. Why is Sporting win? Because we have Marcus Edwards. Why? He's gonna dribble all your defense. Okay. And score amazing goal. Our Kolo Muani from Frankfurt is, oh, very good, you know. Yeah, I know the player 84 pace on FIFA. Yeah, all right. Yeah, but he's not like Rafael Borré doesn't play good. Yeah. And your keeper, what's the name of your keeper? Trapp. Kevin Trapp. Ah, Kevin Trapp. He's very handsome. Yeah. He's good. He's very good. He's very good. But I think you're like desperate to score. Yep. And Sporting just needs a tie. So it's going to be easier for Sporting. You're right. Who is your best player in FIFA? Cristiano Ronaldo. Sir. Hi. Sind Sie Deutsche? Deutscher? Ja. Ihr Tipp für heute Abend? 2-1 für die Eintracht. Und die Tore? Die Tore. Ein Eigentor und ein Elfmeter, den Kolomani schießt. Alles klar, dann hoffen wir, dass es so kommt. Ja, vielen Dank. Schön, ja. I have a question for tonight. I see you're a Sporting fan. Who's gonna win tonight? Sporting, 2-0. Who scored the goals? Paulinho. Was geht ab, Jungs? Guten Appetit. Was ist denn euer Tipp für heute Abend? 3-1. Knallhartes 3-1 für die Frankfurter hoffentlich. Was sagst du? Aber ich bin noch keinen Kopf drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mal sagen, solides 2-0 für uns. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte eine kurze Frage an Sie. Was ist denn Ihr Tipp? 2-1 für die Eintracht. 1-0 und das macht der Boré. Ihr Tipp für heute Abend, wer gewinnt das Spiel? Ganz klar, 1-3 für uns. Ja, ich würde mal so auf Nummer 9 tippen. Der beste Spieler. Dann bis zum später. Ciao, ciao. Ich hoffe, wir verlieren, weil mein Körper hat mir das befohlen. Mein Körper sagte mir, lass uns rausfliegen, für immer. Oder? Mein Herz sagt, wir kommen auf den dritten in die Europa League. Und mein nicht vorhandener Verstand sagt, wir werden wahrscheinlich Zweiter. Wir werden heute Abend gewinnen, das kann ich sagen. Wir werden heute gewinnen, wir bleiben in der Champions League. Hey, eine kurze Frage wegen heute Abend. Wir werden klar gewinnen, es wird ein 4-1. Oh, das ist sehr optimistisch. Und wer macht die Tore? Na, ich hoffe, dass Kolo Muani 2 macht und Götze ein Traumtor, ja, und zwar das 1-0 der Dosenöffner. Ja, wer das vierte macht, ist eigentlich egal. Und was sagen Sie? Ich bin ein bisschen weniger optimistisch, aber siegen werden wir schon. Ja, optimistisch bin ich natürlich auch, sonst wären wir ja nicht hier, aber bei der Eintracht wird es immer spannend. Deswegen Last Minute 1-0 und wer es macht, ist dann auch egal. So Freunde, wir sind jetzt mit der U-Bahn hergekommen, wir sind jetzt am Stadion, noch nicht ganz genau da. Wir werden jetzt gemeinsam dahin laufen. Ihr seht jetzt verrückte Einblicke von Frankfurt-Fans, Lissabon-Fans. Es wird einfach ein geisteskranker Champions-League-Abend. Freut euch drauf, ich freue mich selber auch riesig drauf. Mal schauen, was uns erwartet. Vielleicht auch was ganz, ganz Großes. Eintracht, let's go! So Freunde, wir sind jetzt vor dem Stadion. Aber wir dürfen hier nicht alles zeigen, denn hinter mir, wir bleiben mit der Kamera weg, sind die Ultras von Sporting Lissabon. Und natürlich als Respekt, also beziehungsweise weil wir Respekt davor haben, was die hier alles veranstalten, wie viel sie für den Verein tun. Und generell der Respekt gegenüber der Ultraszene, werden wir diese Sachen hier nicht filmen. Ich hoffe, ihr versteht das, aber es gibt halt wichtigere Sachen als die Klicks. So Freunde, wir sind jetzt angekommen hier vom Stadion. Hier gibt es die erste Ticketkontrolle. Bedeutet, wir verabschieden uns hier von der professionellen Kamera, switchen um auf mein iPhone und wir nehmen jetzt die ganze Fan-Experience mit. Ich bin da natürlich für Eintracht Frankfurt. Ich komme ja selbst aus der Nähe aus Frankfurt. Von daher,
Ich bin gespannt, wie das ganze Spiel wird. Wie gesagt, mein Tipp ist leider 2:0 für Sporting. Ihr wisst, ich bin immer ehrlich, auch wenn mein Lieblingsclub oder mein Favoritenclub da immer verlieren sollte. Mal gucken, wie es wird. Wir gehen jetzt rein. Also Freunde, erste Ticketkontrolle geschafft. Wir sind jetzt im Stadion. Wir gehen jetzt langsam zu unseren Plätzen. Es ist wirklich, wirklich ein riesen Chaos da oben. Es hat so lange gedauert. Es ist einfach gar nichts los. Wir sind gefühlt die Einzigen hier. Wo sind die ganzen Frankfurt-Fans? Diese Treppen im Stadion, die machen mich so fertig. So, noch 1,5 Stunden, dann geht's hier ab. Dann ist Champions League Time. So, Freunde, noch 45 Minuten bis Anpfiff. Und hier wird sich ganz lautstark beschwert, dass es kein Bier gibt. Ganz, ganz großes Problem. Gebt euch mal diesen Block hier. Einfach komplett leer. Und grundsätzlich ist nicht alles voll, auch hier unten ist. Meister Frankfurt alle! Meister Frankfurt alle! Okay, das ist die Hymne von Sporting anscheinend. Geil aus, gefällt mir. Wir müssten eigentlich die Lichter dämmen. Aber mit den Handys, Handylichter, sieht echt geil aus. Warum hängt bei den Lissabon Ultras eine Hannover 96 Flagge? Hä? Und da sind sie. Unsere Jungs. Unsere Deutschen. Unsere deutschen Vertreter. Mein Lieblingsspieler, Kolo Muani. Der muss heute zeigen, was in ihm schlummert. Für mich einer der underratedsten Spieler in der ganzen Bundesliga. So ein überragender Mann. Zeig, was du kannst, Junge. Und mach die Frankfurter, mach uns alle stolz. Oh, Gänsehaut. Anpfiff Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon in der Champions League. Eintracht Frankfurt alle! Eintracht Frankfurt alle! Schwarz-Weiß wie Schnee! Oh, das gibt die gelbe Karte. Also bis jetzt sind 10 Minuten gespielt und Sporting ist schon deutlich besser. Aber jetzt vielleicht? Komm schon, Junge! Ja, komm! Ah. Ja, gut so, Schiri! Gut so, Schiri! Oh! Oh nein! Hier wird es so eskalieren, Freunde. Es wird hier Tote geben. Es wird Schlägereien geben. Da unten war sogar schon eine gewesen. Ich habe echt ein bisschen Schiss, was passieren wird. Wir haben jetzt gerade Halbzeit. Es steht 1:0 für Sporting Lissabon. Was soll ich sagen? Schweres Spiel kann man nicht so wirklich einordnen. Beide haben gute Chancen gehabt, aber ich würde Tendenz Ticken mehr Sporting sagen, weil sie einfach viel mehr Risiko eingehen. Das größte Problem von Frankfurt ist aktuell, dass sie einfach noch viel zu vorsichtig spielen. Die wollen keinen Fehler machen, das merkt man ihnen einfach brutal an. Aber die müssen da vorne viel kreativer werden, viel mehr Sachen ausprobieren, das Risiko suchen. Und hoffen wir, in der zweiten Halbzeit wird es dann besser, ne? So, Freunde, Startschuss, zweite Halbzeit, 1:0. Wir drücken Eintracht Frankfurt die Daumen. Ziel, Junge!
Elfmeter. Komm schon. Laserpointer die ganze Zeit auf Kamadas Gesicht. Auf geht's. Auf geht's. Komm schon, Junge. Es war so klar, Frankfurt ist back, 1-1. Ey, das wird so noch ein geisteskrankes Spiel. Tottenham, Marseille steht auch jetzt gerade 1-1. Ex-Barca-Spieler Longley hat es 1-1 gemacht. Es ist noch alles drin. Auf geht's, noch ein Tor, Jungs. Schieß doch ein Tor. Kolo Muani, ich sag's immer wieder, Kolo Muani, einer der underratedsten Spieler überhaupt. Boah! Hinten rum! Wir haben 2-1 gewonnen. Auswärtssieg, Champions League Achtelfinale. Schalalalalala, Eintracht Frankfurt. So Freunde, wir sind jetzt außerhalb des Stadions. Wir haben es endlich rausgeschafft. 2-1 Sieg für Frankfurt. Was war bitte das für ein geisteskrankes Spiel? Abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke, liked, kommentieren für den Algorithmus. Ich hoffe, der Stadionvlog hat euch gefallen. Auch diese besonderen Szenen mit der professionellen Kamera, mit den Interviews etc. pp. In dem Sinne, passt auf euch auf. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.